Soll du sein? Mit diesem alten Fischlandgruß führen die Werke Käthe Mietes in eine alte und sich doch ständig erneuernde Landschaft Mecklenburgs und Pommerns. Sicher wäre dieser Landstrich an der Ostsee auch ohne die Schriftstellerin ein beliebtes Reiseziel. Aber gerade durch ihre feinfühligen literarischen Arbeiten werden dem Leser die Lebensumstände der Menschen dieser Region deutlicher. Käthe Miethe, eigentlich Katharine Ottilier Ella Miethe, wurde am 11. März 1893 in Rathenow als Tochter von Marie und Professor Adolf Miethe geboren. Der Vater Adolf Miethe, ein bekannter Chemiker und Physiker, war seit 1899 Inhaber des einzigen Lehrstuhls für Photochemie und Spektralanalyse im Deutschen Reich an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg. Die Familie Miethe hielt sich jährlich mehrere Wochen in Althagen auf und das Fischland wurde eine zweite Heimat für die Familie. Vater Miethe nutzte die Sommer in Althagen, um die Dreifarbenfotografie in der Natur zu entwickeln. Er kaufte zu diesem Zweck die Büttnerei Nummer 10 im Bernhard-Seitz-Weg. Käthe Miethe beendete 1909 die Schule in Berlin und begann eine Ausbildung zur Bibliothekarin, die sie 1914 abschloss. In diesem Beruf arbeitete sie 2 Jahre bis 1916. Während des Ersten Weltkrieges leistete sie 2 Jahre lang als Rotkreuzhelferin Fürsorgedienste in Belgien. Anschließend arbeitete sie als Journalistin in Berlin sowie als Übersetzerin aus dem Norwegischen, Holländischen und Dänischen. In dieser Zeit veröffentlichte sie erste Jugend- und Mädchenbücher. 1939 erst zog Käthe Miethe von Berlin aus, für immer auf das damals noch wenig komfortable Fischland, in ihren eigenen Rohrdachkarten, den der Vater ihr 1916 vom Maler Hugo Jeckel kaufte. Jeckel hatte diesen Arme-Leute-Karten in ein ansehnliches Ferienhaus verwandelt. Die Büttnerei 54 liegt sozusagen im Zentrum des Ahrenshofer Ortsteils Althagen, wo sich heute gegenüber dem denkmalgeschützten Karten der Käthe-Miethe-Weg befindet. Herzlich willkommen am Käthe-Miethe-Haus. Ich möchte erstmal mich selbst vorstellen. Und zwar bin ich Jochen Denzin, 82 Jahre alt und das einzige Patenkind von Käthe Miethe. Als Käthe Miethe am 12. März 1961 starb, da war ich 22 Jahre alt und studierte in West-Berlin. Deshalb wurde das Haus meiner Mutter übertragen. Meine Mutter lebte in Rostock. Ich verbrachte meine Jugend bis 1957 in Rostock und hatte auch immer Kontakt zu Käthe Miethe. 1989, kurz im Juni, also 5 Monate vor Mauerfall, starb meine Mutter und so kam ich zu diesem Haus. Es war im traurigen Zustand. Stellen Sie sich vor, das Dach war undicht. Es regnete rein. Oben in dem Atelierzimmer, da tummelte sich der Marder. Die Betten waren durchnässt. Hier die Veranda, das Fenster waren eingeschlagen, die Leute bedienten sich mit den Resten, die in dem Haus noch übrig geblieben waren von Käthe Miethe. Das Haus stand ganz frei zur Straße hin, es war ungeschützt und hier lag ein großer Abfallhaufen. Jetzt sollten wir uns mal 70 Jahre zurückversetzen und denken, es sei das Jahr 1951. 1951, dann wären Sie nicht durch diese Pforte gegangen. Und zwar gab es hier die einzige Pforte, wo jetzt die Hecke ist und hier diese Lichtung in dieser Hecke. Da gab es eine kleine Pforte, die auf einen schmalen Weg mündete und hier an einer schmalen Rabatte an der Veranda vorbeiführte. Man ging also hier rein, dann rechts zur Haustür. Aber wenn Sie jetzt hier reingekommen wären, dann hätten Sie erst dieses Häuschen gesehen. Das war das Plumpsklo von Käthe Miethe. Und hier dieser schwarze Kasten, das war damals der Brunnen mit einem großen Galgen dran,
an dem die Eimer runtergelassen wurden. Und da wurde das Trinkwasser gefördert, solange es hier noch keine Wasserleitung gab. So, jetzt wenden wir uns der Haustür zu. Käthe Miethe hätte jetzt zu uns gesagt, seien Sie demütig, denn das Haus hatte innen eine Deckenhöhe von 1,95 und die Türdurchgänge, die waren 1,60. Das heißt also, es war gefährlich und jetzt halten Sie sich bitte da dran und ziehen den Kopf ein, damit Sie sich nicht verletzen. Bitte, jetzt gehen wir rein. Jetzt kommen wir also in die Veranda und hier werden wir von Käthe Miethe begrüßt. Zu mir würde sie vielleicht sagen, ach Lütje Hann, ist ja schön, dass du hier bist und mich besuchen willst. Aber leider passt es mir heute überhaupt nicht. Hier hast du 10 Mark, fahr mit deinem Rad ins Kurhaus, sag, dass du von mir kommst und lass dir was zu essen geben. Und wenn du gegessen hast, bist du ja gestärkt und kannst dein Memoir zurückfahren nach Rostock. Ja, das ist tatsächlich so gewesen. Käthe Miethe hat mich mal an der Pforte empfangen und hat mir genau das erzählt. Aber sie war nicht immer so beschäftigt, dass sie mich nicht sehen mochte. Das heißt, sonst bin ich immer ihr willkommen gewesen. Die Veranda war der liebste Aufenthaltsort von Käthe Miethe. Aber sie konnte hier nur vom Frühjahr, etwa vom Ostern, bis in den Herbst hinein sein, weil hier keine Heizung war und die Wände auch nicht sehr gut isoliert waren. Sie zog sich dann in ihr Wohnzimmer zurück. Also hier verbrachte Käthe Miethe ihre Winterzeit. Hier war der Kachelofen in dieser Ecke, der eine wohlige Wärme ausstrahlte. Hier stand ihr Klavier an der Wand. Die anderen Einrichtungsgegenstände, die kenne ich nicht und kann mich auch nicht an das Zimmer so gut erinnern. Aber durch diese kleine Tür mit diesem schönen runden Guckloch ging Käthe Miethe in ihre Schlafkammer. So, jetzt sind wir hier diese steile Treppe heraufgekommen. Das war Käthe Miethes Arbeitszimmer und sie hat diesen Raum ihren Rittersaal genannt und hatte hier einen wunderbaren Ausblick. Der Garten und der Botten lagen ihr zu Füßen und sie konnte bis rüber auf das andere Ufer sehen. Und wenn wir uns jetzt nach drüben wenden, das heißt, wenn wir jetzt gerade durchgehen, dann ist das die Achse, die direkt zur Ostsee zeigt. Käthe Miethe konnte hier aus diesem kleinen Fenster direkt auf das Wasser der Ostsee sehen. Davor war die Steilküste und an der Steilküste die Bäume und die Hecken, die waren nicht so groß, sodass sie sogar das Meerwasser sehen konnte. Und so war dieser Raum natürlich ganz tolle Verbindung zwischen Ostsee und zwischen Botten. Und an diesem Schornstein hatte Käthe Miethe denn einen kleinen Ofen, der im Winter auch diesen Raum beheizt hat, sodass sie hier auch im Winter arbeiten konnte. So, jetzt kommen wir die Treppe wieder runter. Muss man sehr vorsichtig sein, weil die sehr steil ist. Und auf diesem unteren Podest hier, da ist der Abgang zum Mädchenzimmer, das Hugo Jeckel einbauen ließ. Diese Tür, die gab es da auch. Früher war das die Tür zum Stall. Heute ist da das Bad hinter, das ich einbauen ließ. Und ja, auch zu Käthe Miethes Zeiten war das Haus noch nicht so komfortabel wie jetzt. Es gab nur einen einzigen Wasseranschluss. Und dieser Wasseranschluss, der war hier und wurde hier rausgeleitet. Darunter war ein eisernes Waschbecken und da lief das Wasser
das Abwasser durch die Mauer durch ein Rohr rausgeleitet direkt in den Garten. Ja, das waren damals die Umstände. Plumpsklo, einziger Wasseranschluss. So nobel wie heute hatte Käthe Miethe das leider nicht. Erst 1939 zog Käthe endgültig unter ihr eigenes Dach. Es war eine Stätte, wo sie unbehelligt von den Nazis leben konnte und der Ort, wo sie mit ihren Fischlandromanen eine neue Ära begann. Sich selbst sah Käthe Miethe übrigens zeitlebens nie als Einheimische an. Sie schrieb: Ich müsste auf dem Fischland geboren sein, setzen viele meiner Leser voraus. Tatsächlich ist die Geburtsstadt Rathenow als zufällig anzusehen. Jeder, der einmal von auswärts gekommen ist, wird bis in alle Ewigkeit Isenbahner genannt. Denn er kam mit der Eisenbahn an die Grenze des Fischlandes heran. Der Sündig von hier, heißt es bei jeder Gelegenheit, auch wenn sich niemand erinnern kann, wann der Ahne auf das Fischland kam. Käthe Miethe wurde vielfach Heimatdichterin genannt. Jedoch mochte sie diese Bezeichnung nicht sonderlich. Aber sie fühlte sich auf dem Fischland heimisch. Sie gehörte zum Fischland. Fremd blieb sie einzig aufgrund ihrer Herkunft. Von den Fischländern wird sie in liebevoller Erinnerung als Heimatschriftstellerin verehrt. 1946 erwuchs aus dem gescheiterten Wunsch, Volkshochschulkurse zum Thema Heimatkunde zu geben, der Gedanke, ein Fischlandbuch zu schreiben. Aus dem Leben geschöpft sollte es sein, nicht trocken oder belehrend. Miethe wollte versuchen, die Erinnerungen der Alten für die junge Generation zu bewahren. Neben der Entstehung des Fischlandes sollte dem Leser das Bild der dort wohnenden Menschen vermittelt werden. Damals lernte ich kennen, dass Heimatforschung ein Wettlauf mit dem Tode ist. Weil mit jedem alten Seemann und Bauern, mit jeder alten Mutter, die wir auf den Friedhof tragen, eine Fülle wertvoller Überlieferungen unwiederbringlich verloren ist. So zog Käthe Miethe Tag ein, Tag aus, bei rauesten Gegebenheiten von Haus zu Haus und trug den Grundstein für ihr 1948 erschienenes und wohl bekanntestes Buch Das Fischland zusammen. Kritisch von den Fischländern gelesen, fand das Buch schnell ihren Segen und Leserschaft in der ganzen Welt. Die vor allem durch die Seefahrt in viele Winde verstreuten Fischländer lasen Miethes Buch und schrieben ihr vom Heimweh und der Sehnsucht nach Haus. Aber auch die Gäste hielten, wandernd und schauend, unser Heimatbuch wie eine Karte des schmalen, schönen Landes griffbereit in der Hand. So kam es, dass das Fischland Käthe Miethes Durchbruch war und bis heute ihr bekanntestes Buch ist. Bemerkenswert dabei ist seine Aktualität. Die lebendigen Beschreibungen des Fischlandes machen das Buch auch heute noch zur perfekten Reiselektüre und verblüffen Leser, die kaum glauben können, dass die geschriebenen Zeilen schon über 70 Jahre alt sind. Die schönsten Bauerngehöfte des Fischlandes stehen in einem kleinen Anhängsel des Kirchdorfes Wustrow, östlich vom Hafen, das den Namen Barnsdorf trägt und schon früh in den Urkunden namentlich aufgeführt wird. Es sind nur 4 Höfe, die dicht nebeneinander auf einer weit in den Bodden hinauswachsenden Landzunge liegen. Sie führen dort ein wundersam entrücktes, aller lauten Geschäftigkeit entzogenes Leben, dass man nur auf leisen Sohlen den Weg zu ihnen hinausgehen mag und sich fast ein wenig scheut, zu laut von ihnen und ihrer stillen Schönheit zu erzählen. Denn dort ruhen gleichsam die vielen Jahrhunderte noch, die über das Fischland dahingegangen sind. Die Höfe und Felder und Weiden sind nicht aufgescheucht vom Gespräch und Gelächter der Fremden, von ihrem unsteten Kommen und Gehen. Barnsdorf liegt vor den Toren des Fischlandes. Es liegt dort unter einem einzigen, tiefen, geruhsamen Atem da. Kein Dorf für sich, doch mit einem eigenen Namen beschenkt, herausgehoben also und zugleich dem Ganzen unscheinbar eingefügt. Ein Hort des Friedens, in dessen Rohrsaum die Brandungswellen verebben, die der Dampfer bei seiner Einfahrt in den Hafen hinüberschickt. Dieses rauschende Rohr singt eine leise verwehende Melodie. Sie besagt, dass hier das Fischland seinen Ausklang hat. Käthe Miethe betont in ihren Werken oft auch den besonderen Zauber des Lichtes, das über dem Fischland liegt, diesem Land zwischen den Wassern, über den sich ein hoher Himmel spannt. Im Zusammenhang mit Arnshoop heißt es: Diese Grazie Arnshoops liegt gleichsam in der Luft, die der Zusammenklang des Meeres mit der weit nach Osten ausgedehnten Boddenwelt erzeugt. Über Arnshoop liegt eine Luft voll Salzgehalt und satter Feuchtigkeit, herb und süß zugleich. Und diese Luft hält das Dorf fest in sich gefangen. Arnshoop wird darum von den Menschen, die es lieben, weit mehr gefühlt als bewusst gesehen. Nirgends hat auch das Licht einen so goldenen Glanz, als wenn es durch die dichten Blätterkronen dieses Weges sinkt. Nirgends wirken die Bäume so seidengrün, die Schatten so warm und freundlich wie hier. Und zugleich spürt man mit jedem Atemzug die See, hört ihr Rauschen
und weiß sich in der Geborgenheit dieses Raumes immer der grenzlosen Weite des Meeres nah. Und es ist wirklich so, als hätten die Generationen der Menschen, die dieses Glück und diese Schönheit in sich aufgesogen haben, ihr Gefühl für immer in diesen kleinen Ort gebannt. Es gelingt Käthe Miethe, ein einmalig stimmungsvolles Bild der Landschaft zwischen Bodden und Meer mittels ihrer schöpferischen Wortgestaltung nachzuzeichnen, das bis heute unübertroffen ist in seiner Detailtreue und Sinnlichkeit. Generell begann Käthe Miethe nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Erzählungen, Romane und Sachbücher über das Fischland und seine Bewohner zu schreiben. Neben Das Fischland erschienen außerdem bekannte Bücher wie Unterm eigenen Dach beim Verlag Atelier im Bauernhaus, dazu Barg Magdalene, Die Flut, Der erste Rang und Auf großer Fahrt, die jeweils beim Rostocker Hinsdorf Verlag erschienen. Gelten die meisten dieser Bücher doch als Erzählungen oder Romane, gewähren sie dem Leser dabei tiefe Einblicke in die Lebenswelt der Fischländer Fischer, Schiffer und Bauern und sind dabei genauestens durch Käthe Miethe recherchiert und historisch belegt. Käthe Miethe ist es zu verdanken, dass sie in ihrem Buch Auf großer Fahrt einen Überblick über die Geschichte der Fischländer Schifffahrt seit dem 14. Jahrhundert festhielt. Anschaulich beschrieb sie den Weg bis zur Eröffnung der damaligen Seefahrtsschule im 19. Jahrhundert in Wustrow und dokumentierte hier ein Stück wertvolle Zeitgeschichte. Wer heutzutage den Ortseingang Wustrows passiert, erahnt kaum, wie viel Geschichte sich hinter den Wänden der heutigen Apartmentanlage Zweiwasser abspielte. In ihren Gemäuern fand Seefahrt zur Lande statt, wie Käthe Miethe es nannte. Auch die traditionellen Feste auf dem Fischland beschrieb Käthe Miethe anschaulich. Schon damals war das bis heute erhaltene Tonnenfest ein großes Ereignis auf dem Fischland. Das Tonnenfest dagegen war immer ein Fest der breiten Öffentlichkeit. Da will der Fischländer sich sehen lassen und will gesehen werden. Oft fällt dem Tonnenkönig der Preis durch einen ungeschickten Schlag seines Vorreiters gleichsam in den Schoß. Oder sein Vordermann hat das Holz so weit gelockert, dass es der hinter ihm Reitende ohne Mühe erwischt. Solche Zufälligkeiten beeinträchtigen aber weder den Eifer der Tonnenreiter noch den Stolz der endlich Gekrönten. Wer also heute zum ersten Mal auf das Fischland kommt und sich fragt, was es mit dem beliebten Tonnenabschlagen auf sich hat, kann in Käthe Miethes Büchern getrost einen Leitfaden des Verstehens finden. Bereits vor über 70 Jahren sah Käthe Miethe aber auch schon die Gefahren der Abbrüche an der Steilküste zwischen Wustrow und Ahrenshoop voraus. Zwei Wasser bedrohen das Land, hatte sie festgestellt und beeindruckend beschrieben, wie das Meer sich seinen Teil vom Land wiederholt. Es dauert meist nur eine kurze Zeit. Schon haben sie den Strand unterhalb der Steilküste überspült und brausen den Uferfuß, tragen den Lehm des Kliffs mit sich fort und bereiten die neuen Abstürze vor, die dem Kliff von Jahr zu Jahr ein anderes Profil verleihen. Der Sinn des unbeschreibbar mühsamen Küstenschutzes, des Bodenbaus, wird jetzt eindringlicher offenbar. Harte Arbeit ist beim Uferschutz am Strande des Fischlandes geleistet worden. Ein Allheilmittel zur Erhaltung des Fischlandes ist noch immer nicht gefunden worden. Der Rückgang unseres Landbesitzes schreitet dauernd fort. Durchschnittlich gehen in jedem Jahr etwa 1 bis 2 Meter Land verloren. Und es ließe sich wohl rechnen, wann die See sich mit dem Bodden wieder vereint. Aber auch die damaligen Küstenschutzmaßnahmen wie der Buhnenbau hielten die Naturgewalten bis heute nicht davon ab, an der schmalen Halbinsel weiter Stück für Stück abzutragen. Käthe Miethe fühlte sich auf dem Fischland heimisch. Sie engagierte sich für die Jugend, die kulturellen Belange des Fischlandes, für die Feuerwehr und vor allem, das ist ihr großer Verdienst, für die Heimatgeschichte. Für ihre Recherchen mischte sie sich unter die Kapitäne und Schiffer, um ihren Seemannsgarn in den Schifferkneipen zu lauschen. Durch ihre Fähigkeit als Journalistin fand sie einen Zugang zu den wortkargen, alteingesessenen Fischländern. Käthe Miethe war kein zartes Weiblein, sondern herb, trinkfest und eine starke Raucherin mit tiefer Stimme. Fast nur in Männersachen war sie anzutreffen. So manch einer sieht sie noch im allgegenwärtigen Männerhemd vom Strandaufgang kommen. Fast immer hatte sie dabei Blumen in der Hand. Die Einheimischen akzeptierten sie in ihrer Rauheit. So ist vom Kapitän Vielguts überliefert, dass er einst aus Wustrow nach Althagen zurückkehrte und gefragt wurde, was es denn Neues nebenan in Wustrow gäbe. Eigentlich nichts. Ah doch, Käthe Miethe hatte ein Kleid an. Völlig integriert unter den Einheimischen, teilte Miethe auch ihre Ansichten bezüglich der Unterschiede zwischen mecklenburgischen Fischländern und pommerschen Dasern. Das ist ganz einfach zu erklären. Nehmen wir einmal an, ich hätte im Krug ein bisschen zu viel getrunken und wäre auf dem Heimweg in den Graben gefallen. Dann würde ein vorübergehender Daser sagen, da liegt ja wieder das olle besabene Swin, und weitergehen. Der Fischländer, der des Weges käme, würde dagegen sagen, Kidding, rück mal ein Stück Bitau, ich will mir bitte hinlegen und die Gesellschaft geben. Da haben Sie den Unterschied.
Weniger bekannt ist Käthe Mietes künstlerische Vielseitigkeit. So spielte sie Akkordeon, Klavier, Orgel und liebte Bach. Vor allem Letzteres verband sie sicher besonders mit ihrer in Wustrow wohnenden Lebensgefährtin Inge Letto, die als geachtete Musiklehrerin und Kantorin in der Fischländer Kirche tätig war. Miete beschreibt anschaulich Lettos Wirken in der Kirche und die bis in die heutige Zeit erhalten gebliebenen dortigen Sommerabendfeiern. Auch Zeitzeugen erinnern sich noch lebhaft an diese kulturell geprägte Zeit und das gemeinsame Musizieren und Proben dafür. Heimatgeschichte sollte lebendig im Gedächtnis der Leser aufgehoben sein. Dies war Käthe Mietes Wunsch. Und selbstverständlich fand ihre Literatur längst als fester Bestandteil den Weg in die Bibliotheken des Fischlandes. Denn mit Käthe Miete hatte das Fischland seine literarische Chronistin bekommen. In ihren Heimatbüchern, Erzählungen und Romanen vermittelte sie ein relativ geschlossenes Bild der Geschichte des Fischlandes und seiner Bewohner. Diese Bücher gehören nicht nur dem Fischland. Sie haben sich weit über die Grenzen dieser Landschaft hinaus Freunde erworben. Sie sind typisch mecklenburgische Literatur und gehören daher zur deutschen Literatur. Käthe Mietes Bücher sind fast immer ausgeliehen, sowohl an die Einheimischen als auch an Gäste. Ein Zeichen dafür, dass sie nach wie vor total interessant sind und von Interesse. Käthe Miete beschreibt aber auch ganz genau Land und Leute sehr treffend, respektvoll und liebevoll und so, dass man fast sagen kann, es ist ein Zeitdokument und immer wieder lesbar. Im Heimatbuch Das Fischland schreibt Käthe Miete selbst: Ich habe hier die Liebe und Dankbarkeit sprechen lassen, die mich an das Fischland, das meine Wahlheimat geworden ist, binden. Journalist Dieter Borowski schrieb über Käthe Miete: Sie habe eine neue Form der Heimatliteratur gefunden, weit ab von kitschiger Gefühlsromantik. Hierhin muss begründet sein, dass ihr Buch Das Fischland noch heute, über 70 Jahre nach Erscheinen, als Longseller gilt. Noch lange Jahre nach ihrem Tod führte Käthe Miete ihr Dasein eher in den Köpfen der Einheimischen weiter und vorrangig ihr Fischlandbuch war bekannt. Dies änderte sich mit dem Ehepaar Gisela und Helmut Seibt, die ihre ganz eigene Verbindung zu Käthe Miete hatten und haben. Sie sprach eigentlich jeden Menschen an, der auch im Garten gearbeitet hat, sodass sie also auch bei uns oft anhielt und mit meinen Eltern sich unterhalten hat. Und daraus ergab sich nicht Freundschaft, sondern eine ganz liebe Bekanntschaft eigentlich von ihr. Das kam dazu, dass meine große Schwester, 6, 5 Jahre älter als ich, bei ihr im Garten anfing zu helfen. Und sie musste immer hin und helfen. Jede Woche, ich glaube, ich habe mal nachgerechnet, es muss Juni, Juli, August immer gewesen sein. Ja, das weiß ich noch, weil es furchtbar heiß oft war. Und zwar ging sie aber nach 3 Jahren nach Ribnitz zum Gymnasium, sodass ich dann nachrutschte. Und im Nachhinein merke ich, ich habe nicht bloß Respekt gehabt, auch ein bisschen Angst. Und zwar immer, wenn ich was tat, ich musste nämlich jäten, ich musste haken. Und das Pucken um das Haus herum war eigentlich die schlimmste Arbeit. Also den Garten in Ordnung halten hieß dann für mich, dass ich immer dachte, wenn ich etwas getan habe, sie war meistens zu Hause, dass sie in der Veranda steht und mir zuguckt. Das war wie so ein Schwert für mich, dass ich eben immer etwas getan habe und ich konnte nicht naschen. Das Naschen war für mich zu Hause gang und gäbe. Ich ging in den Garten und habe mich an den Büschen und an den Erdbeeren satt gegessen. Und da wagte ich nicht mal, was aufzuheben. Sie war wahrscheinlich gar nicht in der Veranda für mich. Das war eigentlich gedacht, mehr nicht. Als sie starb, da studierte ich gerade in Franzburg Lehrer. Das war für mich ein richtiges Drama, dass sie von heute auf jetzt nicht mehr da war. Aber sie hatte einen Nachbarn im Sommer, eine Familie von Bülow, der ganz große Stücke auf sie hielt und auch die Kinder, die er dann auch hatte, in der Zeit und auch geboren wurden, der ging, nachdem das Haus oben entrümpelt wurde, zum Schuttberg und fand dort ganz, ganz viel, was einfach eben weggeworfen wurde, auch an Papieren, und brachte das ins Archiv nach Rostock, ganz viel, aber auch viel nach Berlin. Mein Mann sagt, spricht immer vom ein oder einen halben Meter, was er ja gefunden hat, als er mit Adolf mit angefangen hatte. Und in Arenzob ist im Archiv auch etwas gelandet. So, das war dann für mich, Käthe Miete war dann weg, bis mein Mann, 63, gelernt wir uns kennen, in Maßen um Käthe Miete eigentlich ging. Es wurde immer mehr, je älter wir wurden. Und seitdem wir hier wohnen, eben ganz und gar seit 15 Jahren wieder zurückgekommen sind aus Berlin. Und wir werden auch noch weiter was finden, glaube ich. Mein Mann bestimmt. Ja, und das wurde so groß, dass wir dann gesagt haben, also wir machen mal Käthe Miete Tage.
Das war jetzt 10 Jahre zurück. Da haben wir uns mit den Kurverwaltungen darauf geeinigt, dass wir am Geburtstag, am 11. März in Arnsoop was machen und am Sterbetag, am 12. März hier in Wustrow. Und das waren immer 2 Veranstaltungen dort, 2 Veranstaltungen hier. Und wir haben vor gut 5 Jahren den Ketemite-Stammtisch mit dem Slogan Fischland literarisch gestern und heute ins Leben gerufen. Und als wir den Stammtisch meinten, machen zu wollen, kam uns der Gedanke, das kann man eigentlich am besten. Damals war Marchens Café gerade neu etabliert, also Saatmanns hatten umgebaut, das Apart-Hotel und vorne das Café. Das war ja früher nur eine Holzveranda, in der Ketemite mit den Leuten da auf ihrem Sofa gesessen hat. Und da haben wir einfach bei Saatmanns gefragt, ob wir denn mit Ketemite dort was machen können. Und da sagte Jürgen Saatmann aber immer. Und es gibt ja viele Storys über Ketemite, unter anderem wird immer erzählt, und das ist offenbar so gewesen, dass sie gerne hartes Getränk genossen hat. Und es damit begründet war offenbar, dass sie die Leute, die sie interviewen wollte, die alten Kapitäne, umso gesprächiger wurden, je mehr Köms eben auf den Tisch kamen. Und sie hat fleißig mitgehalten. Jürgen Saatmann hat dann irgendwann mal in einem Interview davon gesprochen, dass dort immer Braunes aus weißen Tassen getrunken wurde. Und zwar von einer Frau Wog oder von einer Frau Sidol. Sie wollte also inkognito bleiben, den anderen Gästen gegenüber. Sie wurde also bedient als Frau Sidol oder Frau Wog. Und in Mokkatassen, in weißen Mokkatassen von Saatmanns, kam also immer Braunes, also Cognac oder Weinbrand. Und das hatten wir als Idee. Und das ist der Tag im Jahr, wo wir auf ihr Wohl trinken. Wenig bekannt ist heute, dass Ketemite ebenfalls reichlich Aufsätze für die Feuilletons diverser Zeitungen schrieb. Hier ist vor allem die Deutsche Allgemeine Zeitung zu nennen, aber auch andere, wie das Hamburger Fremdenblatt oder die Danziger Zeitung. Helmut Seibt ist es zu verdanken, dass ein Großteil davon gesammelt in einer Mappe zur Ansicht in der Wustrower und Ahrenshooper Bibliothek zu finden ist. Des Weiteren ist Seibt Herausgeber von mehreren Büchern, gespickt mit weitestgehend unbekannten Texten von Ketemite, die er in Eigenregie veröffentlichte. Ketemite gelang es in allen ihren Texten, dieses unbedingte Gefühl des Bewahrenwollens aufzuspüren und festzuhalten. Sie war nicht nur eine äußerst einprägsame Erscheinung. Sie konnte in die Menschen hineinsehen. Sie konnte zuhören. Sie konnte mitempfinden, was ihr erzählt wurde. Diese große Gabe war eine wichtige Voraussetzung, um Literatur zu gestalten. Umso höher ist ihre Leistung anzuerkennen, sich damals als unverheiratete, kinderlose Frau und Schriftstellerin in der Akzeptanz der Einheimischen hochgearbeitet und einen bleibenden Schatz an Büchern hinterlassen zu haben, der heute noch das alte Fischland wieder auferstehen lässt und die unvergängliche Schönheit des Landstriches erlebbar einfängt. Ketemite verstarb am 12. März 1961. Die Umstände sind nicht mehr genau nachvollziehbar, da die persönlichen Berichte sehr voneinander abweichen. Fest steht, dass sie in den Köpfen der Fischländer bis heute weiterlebt. Die Einheimischen sich jede Menge Anekdoten über sie weitererzählen und ihre Romane und Erzählungen über das Fischland weit über dessen Grenzen hinaus bekannt geworden sind. Auf dem Wustrower Friedhof fand die Schriftstellerin neben ihrer Mutter Marie Miete die letzte Ruhe. Fritz Meyer-Schaffenberg beschrieb die Reaktion ihres damaligen Verlegers Peter Eriksson, hier ganz links zu sehen, im Hinsdorf Verlag, bildhaft für die Nachwelt. Unmittelbar nach dem Tode traf ich ihn allein in der Mitte des Zimmers im Schlafrock sitzend an. Über ihm brannte auf dem Kronleuchter eine dort befestigte Kerze. »Habt ihr sie begraben?«, fragte er. Er ging nicht zu Begräbnissen. Ich nickte. Er stand auf, leckte am Daumen und am Zeigefinger und schnippte die Kerze aus. »Mädchen«, klang es ungewöhnlich pastoral aus seinem Mund, »du warst ein Biest, aber auch eine große Dichterin.« Während seine Stimme noch im Raum zitterte, gingen wir zur Tagesordnung über und stießen mit einer seiner Mixturen zur Erinnerung an die Verstorbene an, die ein paar Tage vorher noch tüchtig mitgehalten hatte. Denn das Leben auf dem Fischland ist rau und braucht zur Abwehr aller möglichen Unbill kräftige Gegenwehr. So hielten es jedenfalls die alten Fischländer.